Bei einem Anschlag auf die Redaktion des französischen Satiremagazins Charlie Hebdo in Paris sind mindestens 12 Menschen getötet worden, darunter 2 Polizisten. In diesem Amateurvideo, das den Angriff zeigen soll, ist unter anderem der Ruf Allahu Akbar zu hören. Für den Großraum Paris gilt seit dem Anschlag gegen 11.30 Uhr heute Vormittag die höchste Sicherheitsstufe. Mehrere Personen wurden mit teilweise schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Die Täter sind auf der Flucht. Nach Angaben der Polizei waren mindestens 2 vermummte Männer in die Redaktionsräume der Zeitung eingedrungen. Sie sollen unter anderem mit Kalaschnikows bewaffnet gewesen sein. Das Satire-Magazin Charlie Hebdo hatte mehrfach Mohammed-Karikaturen gedruckt und war bereits im November 2011 Ziel eines Brandanschlags geworden.